Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Folge Tech Pack Opening. Ja, ihr könnt es sehen, es sind wieder ein paar mehr. Ohne Scheiß, ich habe vor, ich glaube, 2 oder 3 Tagen das letzte Tech Pack Opening hochgeladen. Das heißt nicht, dass ich es da aufgenommen habe. Aufgenommen habe ich es ein paar Tage vorher, aber hochgeladen vor 2, 3 Tagen. Und, ey, ohne Witz. Und das, obwohl ich in diesem, also im letzten Techpack-Opening, also Folge 26 vom Techpack-Opening, habe ich sogar noch, während ich geschnitten habe, kam da nochmal der Postbote und das habe ich da noch mit reingeschnitten. Und trotzdem ist es wieder so viel. Ich lege jetzt hier aber erstmal ein bisschen was bei die Seite. Das zeige ich nämlich gleich. Ihr habt es wahrscheinlich eh schon gesehen, so ein bisschen. Das war was von Works. Aber wir wollen wieder erstmal die großen Pakete weghaben und dann die kleinen, weil ich mag das nicht, wenn hier immer so viel, ja, so voll hier alles ist. Wir fangen aber mit den großen hier an, weil ich weiß nämlich auch schon, was drin ist. Oder ich kann es mir zumindest ahnen, was drin ist, weil für mich sieht das aus wie ein 3D-Drucker. Und wenn das der 3D-Drucker ist, von dem ich denke, dass das ist, dann ist das sehr cool, denn ich habe ja ein Video gemacht zum Alphaweiß U30. Das Alphaweiß ist ja die GearBest-Eigenmarke, das kennt man. Und der U30 ist ein relativ geiler 3D-Drucker, wie ich finde. Und ja, der hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, weil der, da kriegt man für einen guten Preis, also für wenig Geld, viel 3D-Drucker. Und jawohl, es ist der Alphaweiß U30 Pro. Genau, so heißt er auch hier. Ja, Alphaweiß U30 Pro, so sieht das ganze Ding dann aufgebaut am Ende aus. Ja. Zum Alphaweiß U30 selbst habe ich schon ein Video gemacht und das hier ist halt der Alphaweiß U30 Pro. Hier sind halt diverse Verbesserungen vorgenommen worden. Zum Beispiel ist das Display hier etwas größer und dann gibt es wahrscheinlich noch irgendwelche anderen Verbesserungen, die man hier gemacht hat. Und hier ist jetzt auf jeden Fall auch eine ausgedruckte Anleitung hier mit dabei. Das finde ich relativ nice, das gefällt mir wirklich sehr gut, weil das war bei dem anderen, glaube ich, nicht so, dass das wirklich so, da musste man die PDF aufmachen und hier hat man wirklich einfach so eine Anleitung dabei, wo man wirklich Schritt für Schritt bebildert hier alles schön sehen kann, wie man das Ganze aufbaut. Hat ein bisschen was von Lego für Erwachsene, wie ich finde, was ja 3D-Druck im Allgemeinen ja schon eher so ist. Also Lego ist für mich, andersrum, 3D-Druck ist für mich Lego für Erwachsene. Und ja, das ist hier der 3D-Drucker. Übrigens, warte, ich muss mal ein bisschen heller machen da. Das ist ja hier alles, ist ja viel zu dunkel da. So ist viel schöner, ne? Genau, also, dieser 3D-Drucker ist bei GearBest auch aktuell im Angebot. Es gibt eine Sale-Promotion zu diesem 3D-Drucker. Das heißt, jetzt hier in der Anfangszeit ist der nochmal einen Ticken günstiger und wird, glaube ich, sogar aus dem EU-Lager verschifft, soweit ich das gesehen habe, etc. pp. Ich verlinke euch das auf jeden Fall alles natürlich unten in der Videobeschreibung auf Deal Heroes. Auf Deal Heroes ist meine private Webseite, beziehungsweise meine persönliche Webseite, die ich für euch gemacht habe, damit ihr immer den besten Preis zu den aktuellsten Produkten halt eben bekommt. Was ist halt Community-basiert, das heißt, wenn ihr das Ding irgendwo günstiger finden solltet, dann habt ihr über Deal Heroes die Möglichkeit, im Kontaktformular mir das einfach zu schicken und dann aktualisiere ich das, sodass wir in der Community und ich meine bei knapp 43.000 Abonnenten, da ist schon der ein oder andere Preisjäger mit dabei und wenn ihr da alle die Augen offen haltet, dann können wir in der Community immer gemeinsam sicher gehen, dass jeder von den besten Preisen profitiert und das ist halt eben Deal Heroes, ne? Ja, wie gesagt, wenn es auch Gutscheine oder sonst was geben sollte, dann schreibe ich die auch immer mit dabei. Müsst ihr dann gucken, ist bei Deal Heroes direkt unter dem Preis. Also ihr seht dann quasi den Preis oben rechts und direkt darunter, falls es Gutscheine gibt, seht ihr die direkt darunter. Wie gesagt, 3D-Drucker, Alphaweiß U30 Pro, richtig geiles Teil von dem, was ich bisher gesehen habe. Wir werden aber natürlich auch noch ein separates Video dazu machen. Das heißt, ich werde das im Video aufbauen, ich werde den im Video testen. Und generell im Thema 3D-Drucker könnt ihr demnächst noch einiges von mir erwarten, weil ich da ein bisschen auch, gerade was Resin-3D-Drucker betrifft, mich ein bisschen mehr belesen habe. Ich habe ja da damals den von Elego getestet und ja, jetzt kommt demnächst noch ein bisschen was anderes auf den Plan. Oh, warum wird das erstmal? Uiuiui, erstmal das nach unten. Komm, dann machen wir direkt hier mit dem Ding weiter, dann habe ich es euch einmal ganz kurz gezeigt. Und zwar habe ich mir für den Garten was bestellt. Kann man das sehen hier? So, ich zeige es euch mal ein bisschen von näherem. Habe ich mir von Works bestellt, hier für den Garten, ich glaube 99 Euro oder sowas habe ich bezahlt, bei Amazon. Und zwar ist das ein Akkurasensense, wie sagt man denn, wie heißen denn diese Dinger? Was habe ich denn, warte mal,
Akku, Rasen, steht's denn nicht drauf? Rasensense? Trimmer! Akku-Rasentrimmer, so heißt das, genau. Ein Akku-Rasentrimmer und ja, was ich irgendwie ziemlich cool finde bei Works, ist, dass man halt den Akku von diesem Gerät halt auch hier mit anderen Geräten, zum Beispiel hier mit Akku-Bohrmaschine, dann habe ich ja beim letzten Techback-Opening so ein Akku Hydro Brush oder sowas. Also auf jeden Fall so ein Hochdruckreiniger, ja, auch mit Akku. Und ich ja, finde das halt cool, dass man hier bei diesem ganzen Works Ecosystem halt die ganzen Akkus halt überall mit verwenden kann, etc. pp. Und ja, ich will halt demnächst von meinem Works Rasenmäherroboter den Draht neu verlegen, weil ich habe den damals ein bisschen zu weit innen verlegt und an manchen Stellen will ich halt noch ein bisschen neu mauern, sodass der quasi halt, wenn das halt an der Mauer dran, also wenn jetzt hier eine Mauer ist, ja, und hier ist der Draht verlegt und der Rasenmäherroboter fährt da lang, der kann ja nicht bis ganz an die Mauer mähen, das funktioniert halt leider nicht, das ist ja auch logisch, weil das Schnittwerk ist ja unterm Rasenmäherroboter und nicht seitlich hinaus. Wäre auch ziemlich gefährlich, wenn das seitlich rausgucken würde, weil wenn dann da irgendeiner langläuft, puff, zack, Schuh, Fuß kaputt. Ja, ist doof. Dementsprechend werde ich dann quasi überall da, wo Mauerwerk ist, so ein bisschen, so einen kleinen schmalen Streifen einfach pflastern und ne, dass der dann quasi, und dann mache ich halt den Draht etwas näher dran, dass der einfach oben drüber fahren kann und dann kann der das komplett alles mähen. Aber bis dahin, bis ich das alles gemacht habe, habe ich mir halt eben das Ding hier besorgt, damit ich das bis dahin immer schön fein säuberlich, dass es halt gut aussieht. Und da immer mit so, mit Kabel und, nee, das ist mir zu doof gewesen. Deswegen immer schön hier so ein Ding mit Akku, finde ich persönlich besser. Und, ja, dann machen wir hier, warte, ich mach das erstmal hier auf den Boden. Dann machen wir nämlich hier das große Paketchen erstmal. Huch, das juckelt sich da so langsam runter. Ja, Amazon. Zack, boom, bang, machen wir einmal auf hier. Da nochmal auf hier. So, da ist ein bisschen mehr Zeugs drin. Gut, das muss ich jetzt gestehen, ist gar nicht alles für mich. Da ist auch was dabei, was für meine Mama ist. Aber zeigen wir erstmal, was für mich ist. Und zwar, ich habe mir hier den Begrenzungsdraht von Works hier mal neu bestellt. Weil, ja, das sind jetzt 100 Meter habe ich mir geholt. Ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, ich habe auch noch so Verbinder, das wäre dann auch kein Problem. Aber ich hoffe, dass diese 100 Meter reichen von dem Begrenzungsdraht, damit ich das halt eben neu verlegen kann. Aber ich denke mal schon, dass es reicht, weil ich hatte beim, ich glaube, bei dem Rasenmäherroboter sind 130 Meter dabei und ich hatte noch ein bisschen Rest, als ich es letzte Mal verlegt habe. Von daher hoffe ich, dass 100 Meter reichen. Genau, dann habe ich mir, weil beim letzten Mal war das ja echt eine Farce, den Draht in den Boden, man muss es gar nicht in den Boden verlegen, das weiß ich, also man hätte einfach die Heringe so und Oberfläche und das verwechsel ich mit der Zeit, aber ich mag das gerne in den Boden verlegen, deswegen habe ich mir jetzt hier so einen Rasenkantenstecher besorgt, von Gardena tatsächlich, habe ich gar nicht drauf geachtet, das habe ich jetzt erst gesehen. Dann haben wir hier noch einen, ja, das ist für meine Mama/Oma, einige haben schon mitbekommen, ich nenne meine Oma Mama, weil ich halt hier aufgewachsen bin. Und ja, so. So, hier haben wir einfach so einen Gartenschlauch, so, weil ich habe mit denen schon tatsächlich Erfahrungen gemacht. Ich finde die relativ gut, weil die sind so schön kleinen Platz sparen, wenn die so zusammengerafft sind. Und wenn man dann halt Wasser drauf gibt, dann strecken die sich. Und ja, da muss ich dazu sagen, die halten etwa so 2 Jahre. Also wir haben schon öfter solche Exemplare, auch bei Gearbest schon mal welche bestellt gehabt oder generell irgendwo andere China-Shops. Der hier ist jetzt von Amazon. Ich verlinke es euch einfach trotzdem mal unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, die Teile, eigentlich fast egal von welchem Hersteller ihr euch die holt, sind relativ günstig, sagen wir mal so, um die 20 Euro kosten die meistens. Aber das Geile bei den Teilen ist halt, die halten um die 2 Jahre. Ja, also manchmal halt auch je nachdem, ne, wie oft man da das Ding benutzt. Aber wir haben es jetzt zum Beispiel die ganze Zeit benutzt gehabt in den ganzen letzten 2 Sommern. Also immer, um Pflanzen nass zu machen, um Auto sauber zu machen, um die Terrasse sauber zu machen. Für verschiedenste Sachen halt eben. Und haben halt immer das Wasser auch drin, also das war auch dauerhaft angeschlossen. Im Winter lag das quasi einfach in so einem Eimer zusammengestopft, also in da, hier Wasserhahn, Eimer, und dann habe ich das einfach immer wieder mit dem ganzen Schlauch dann da reingestopft und aber das Wasser drin gelassen. Das war, man kann wahrscheinlich die Lebensdauer noch erhöhen, wenn man halt das eben nicht macht.
über den Winter da draußen stehen lassen, weil da ist noch ein bisschen Restwasser drin, dann gefriert es, es dehnt sich aus und dann ist halt Plastik hier vorne, diese Pistole, die da dran ist. Der Schlauch an sich ist immer noch dicht, aber vorne halt eben das Spritzteil halt eben nicht mehr. Theoretisch kann man sich das auch wahrscheinlich neu holen, aber ganz ehrlich, das ganze Paket mit Spritzteil, alles drum und dran dabei, kostet um die 20 Euro. Ja, wie gesagt, 2 Jahre hat es gehalten und dann, ja, neu gekauft. Ist in Ordnung. Finde ich in Ordnung. So, dann haben wir hier Rasendünger und beziehungsweise erstmal Rasen-Nachtsaat, so Schattenrasen-Zeugs hier und halt eben den entsprechenden Dünger dazu für 100 Quadratmeter, weil wir an manchen Stellen hier bei unserem Rasen noch ein bisschen das dichter haben müssen. Und das ist ja hier auch eine Nachsaat, steht ja auch extra drauf, Nachsaat. Das bedeutet, Rasen ist eigentlich schon da, ist aber nicht so dicht, wie man es gerne hätte, weil hier und da kann man halt noch Erde sehen. Und dafür ist halt das Zeug hier ganz gut. Und das ist jetzt halt hauptsächlich für die Mutti. Und ja, ich werde dann mal gucken, dass ich ihr da so ein bisschen unter die Arme greife, dass sie ihren Rasen auch schön dicht bekommt, wie das bei mir hinterm Haus der Fall ist. Weil wir haben das ja quasi so gemacht, also einige wissen das ja vielleicht schon, also das Haus gehört ja mir. Und wir haben aber dieses Wohnrecht auf Lebzeit, wie sich das halt eben gehört. Irgendwann ist halt die jüngere Generation dafür da, die Rechnungen im Haus zu tragen. Aber die ältere Generation wird ja nicht einfach abgeschoben, sondern die ältere Generation bleibt natürlich im Haus, aber halt natürlich mit einem Wohnrecht auf Lebzeit. Also das heißt, meine Oma wohnt hier halt für immer halt bis irgendwann nicht mehr, ne? Und man kümmert sich, man ist ja Familie halt eben. Es ist, für mich ist das völlig normal, nur irgendwie manche Leute wissen so, ach so, habt ihr das gemacht? So, sind da so ganz perplex, wobei das für mich normal ist. Also mein Uropa hat irgendwann das Haus an meinen Opa weitergegeben und mein Opa halt eben vor seinem Ableben an mich. So, halt wurde eine Generation übersprungen, aber das liegt einfach daran, dass diese Generation, die übersprungen wurde, halt eben vorzeitig abgelebt hat. Also meine Eltern sind halt ja nicht mehr da, die leben ja nicht mehr. Dementsprechend ist da die Erbfolge, sag ich mal, ein bisschen abgeändert worden. Und ja, wie gesagt, wir haben das halt so geregelt, quasi hinterm Haus, also ne, Einfahrt und so, das kennt ihr auch aus vielen Videos von mir. Und die Terrasse und so, das ist halt alles mein Bereich, beziehungsweise der Bereich von meiner Frau und von mir. Und hier vorne haben wir nochmal einen Garten, also die Haupthaustür, sage ich mal. Hier ist auch nochmal Garten links, rechts, das ist halt von meiner Oma. Beziehungsweise halt unter der, also unterm Balkon, die, ein kleines Stück von der Terrasse, das benutzt sie halt auch relativ. Also es gibt halt nicht meins und deins so wirklich, aber ja, wir sagen halt so, da kümmere ich mich drum, da kümmerst du dich drum. Ne? Also letzten Endes, meins, deins gibt es da auch nicht wirklich. Kleiner Exkurs, kleiner Familienexkurs, kann ja auch mal gemacht werden. So, noch ein Amazon-Package. Zacker, zacker. So, was haben wir hier drin? Ich habe mir da was bestellt. Und zwar haben wir hier einmal ein kleines, günstiges Lavalier-Mikrofon nochmal. Ich nehme ja hier auch mit einem Lavalier-Mikrofon auf von Boya. Das ist das Boya BYM1, mit dem ich hier aufnehme übrigens. 20 Euro Mikrofon, hammergeil. Dazu hier noch so ein, dazu hier noch, huch, jetzt habe ich es einmal verwurschtelt. Dazu hier noch einfach so ein Tascam Interface, also so ein Rekorder im Grunde genommen. Und damit nehme ich in jedem Video meinen Ton auf. In jedem Video. Wirklich. Außer in den ganz alten, da war es halt ein bisschen anders. Aber da war der Ton auch anders von der Qualität. Und hier ist der Ton qualitativ meiner Meinung nach echt hochwertig. Und das mit einem 20-Euro-Mikrofon. Also wer sagt, dass man da irgendwie teure Mikrofone für Technik für braucht. Ich komme aus dem Mediengestaltungsbereich. Ich bin gelernter Mediengestalter. Auch schon in Filmagenturen gearbeitet. Und dort werden natürlich teurere Mikrofone verwendet von Sennheiser, von Rode etc. pp. Und ich komme einfach mit einem 20-Euro-Mikrofon um die Ecke, was gleichwertigen Ton macht. Ja, ne? Und hier habe ich mir halt eben ein anderes Mikrofon nochmal besorgt. Hier ist ein kleiner Adapter mit dabei. Ohne, weil hier, das ist quasi noch, das ist ein Kondensatormikrofon sozusagen, was ich hier verwende mit Kugelcharakteristik. Und das hier ist im Grunde genommen auch so ein Lavalier-Mikrofon, aber halt eben ohne diesen Kondensatorfaktor, sage ich mal. Also man hat hier quasi keine, was heißt Kondensatormikrofon? Das ist ein Quatsch. Vergesst, was ich gesagt habe. Nicht Kondensatormikrofon. Ich meine natürlich die Phantomspeisung. Somit. Und die hat man, sage ich mal, hier mit dabei. Ich kann euch das ja mal ganz kurz zeigen. Hier bei dem von Boya hat man hier so ein kleines, ja, was, Anführungszeichen Phantomspeisung, sage ich jetzt mal. Hier hat man so ein kleines Zwischending mit dabei, wo im Grunde genommen eine kleine Knopfzellenbatterie mit drin ist. Und die kann man dann hier entweder off schalten,
dann wird quasi die Strom, wird der Strom für das Mikrofon eben vom Smartphone hier eben verwendet, zum Beispiel. Oder man kann es quasi on stellen, dann wird es beziehungsweise auf Kamera stellen, wenn man das Mikrofon direkt an der Kamera befestigt oder halt wie ich jetzt an so einem Rekorder, dann wird quasi die kleine Zellenbatterie dafür verwendet, um das Mikrofon entsprechend mit Strom zu versorgen, mit Spannung zu versorgen. Und das fällt hier halt eben weg, dieses kleine Stückchen. Deswegen ist es halt auch ein bisschen kürzeres Kabel. Und hier hat man quasi nur die Möglichkeit, quasi von der Kamera den Strom zu nehmen oder halt eben von einem anderen Produkt, von einem anderen Objekt den Strom zu beziehen. Zum Beispiel von einem Raspberry Pi, weil... Ja, ich habe demnächst da so ein kleines Raspberry Pi Projekt geplant. Was heißt demnächst? Kann halt auch noch mal 1, 2, 3 Monate dauern, je nachdem, wann ich da Zeit für habe. Und dafür brauche ich halt einmal so ein kleines Mikrofon hier. Und eben hier eine USB-Soundkarte. Die habe ich mir hier von CSL, heißen die, glaube ich. Steht es eigentlich auch drauf? Nee, steht gar nicht drauf. Doch, CSL steht drauf. Ist, wie gesagt, so eine USB-Soundkarte im Grunde genommen. Die kann man einfach dann auch in den Raspberry Pi reinstecken. Hat dann hier einmal für Mikrofon-Eingang und einmal für Tonausgang hier mit drauf direkt. Kann hier auch direkt hier quasi lauter, leiser etc. pp. Kann man hier auch stumm schalten und so weiter an, aus. Kann man hiermit alles machen. Und ja, das habe ich halt eben vor, damit zu machen. Welches Projekt, das ist noch geheim. Aber man kann sich ja so eins zu eins vielleicht ein bisschen zusammenrechnen. Okay, da kommen Lautsprecher dran, da kommt ein Mikrofon dran, der braucht eine Soundkarte. Da kann man sich ja vielleicht mal so ein bisschen was zusammenreimen, wenn man Bock drauf hat. Ja, auf jeden Fall kann ich schon mal so viel verraten. Es hat was mit Iron Man zu tun und das Ganze wird offline sein. Man braucht kein Internet dafür. Jetzt bin ich gespannt in den Kommentaren, ob irgendeiner drauf kommt. So, dann haben wir hier noch ein Paketchen. Was ist das hier? Ach, ist es schon da? Echt? Cool. Ja, das ist ja mega nice. Und zwar, ich habe mir noch ein Audio-Interface besorgt. Das aber nicht für mich jetzt, sondern für einen Freund. Ja, ist jetzt im Grunde genommen das gleiche, was ich schon mal hatte, nur dass das jetzt hier eckig ist. Hier von LePay ist jetzt hier das LPA6 und zwar ist das einfach hier so ein Audio-Interface, wo man im Grunde genommen hier das Ganze an- und ausschalten kann. Hinten wird das Ganze mit einer 12 Volt Stromversorgung, wird das Ganze hier mit Strom versorgt. Das ist halt hier so ein Amplifier, ja. Und dann kann man hier quasi einfach die Lautsprecher dran anschließen, also Lautsprecherkabel, kann dann hier entweder mit einem Audio-Input, also Cinch quasi reingehen oder hier mit AUX ganz normal reingehen, genau. Und hat dann hier vorne, kann man Bass nochmal extra regeln, man kann hier den Treble nochmal regeln und halt generell die Lautstärke. Hat auch einen schönen Widerstand so vom Drehen her, das fühlt sich echt sehr gut an, gefällt mir. Genau, und ist halt so ein Amplifier und das, ja, ist halt eben für so ein Lautsprechersystem und funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Das sind relativ günstige Modelle. Man kann da natürlich auch wesentlich mehr Geld für ausgeben, aber ich fahre mit diesen günstigen Modellen echt sehr gut. Ich habe da auch schon mehrere Systeme mit installiert, auch bei Freunden etc. pp. Und ja, machen wir nochmal so ein Amazon-Paket hier auf. Zack. Gucken wir mal da rein. Oh yeah. Oh yeah. Okay. Okay. Ihr wisst Bescheid. Okay. Ist ja einer meiner Partner, also ich bin ja mit denen verpartnert und Aukay ist einfach Liebe, weil wenn ich am Stream bin, übrigens folgt mir gerne auch auf Twitch, wenn ich am Stream bin, ich bin in letzter Zeit ein bisschen ein kleiner Faulpelz gewesen auf Twitch, aber lasst mir gerne trotzdem mal ein Follow da, einfach twitch.tv/schimmermediahd, genauso wie ich auf YouTube auch heiße und auf Twitch, wenn ich am Stream bin, meine Kamera, die oben auf dem Bildschirm drauf ist, ist eine Aukay 4K Webcam. Hier oben habe ich eine Aukay 4K Webcam und da hinten habe ich eine Aukay 4K Webcam. Alles natürlich die gleiche, weil das einfach meiner Meinung nach, die hat einen richtig coolen Dynamikumfang, die ist günstig vom Preis her und zum Stream, ey, das ist die perfekte Streaming-Kamera. Vor allen Dingen, ihr könnt den Fokus auch noch manuell einstellen, also hammer, hammer geiles Teil, wie ich finde.
Und dann gekoppelt natürlich noch mit dem Stream Deck und verschiedenen Kameraeinstellungen und ne, dass man, keine Ahnung, Bildschirm groß, Kamera und in der Ecke oder Kamera groß und Bildschirm in der Ecke etc. pp. Kann man verschiedene Sachen machen. Ist richtig cool zum Streamen. Und das Mikrofon. Ich habe ja tatsächlich auch ein Mikrofon von Aukey, ein Kondensatormikrofon. Auch relativ günstig. Also ich sag mal, ich habe da, glaube ich, so ein Video gemacht. Mein Streaming-Setup etc. pp. Da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Und im Stream habe ich meistens ja auch Kopfhörer auf und in den ganzen letzten Streams war das tatsächlich genau diese Kopfhörer hier von Aukey. Habe ich auch schon mal in dem Video, glaube ich, gezeigt. Das sind richtig, richtig geile Kopfhörer. Ich zeige euch die ich schon ausgepackt habe. Hier, genau. Das sind meine Bluetooth-Kopfhörer von Aukey. Zack, einfach so aufsetzen und dann habe ich quasi auch von CSL, deswegen kam ich auch hier, CSL so einen Bluetooth-Dongle mir noch besorgt und dann in den Computer reingesteckt und zack, kann man so einfach, Bluetooth-mäßig den Sound von seinem Kopf, von seinem Computer abgreifen und dann hier drüber hören. Und wenn man dann irgendwelche Spiele am Zocken ist oder sich mit irgendwelchen Leuten im Discord unterhält etc. pp., dann ist das einfach, finde ich, sehr angenehm, zumal vom Tragekomfort hält das. Auch der Akku hält richtig lange. Also ich habe, glaube ich, schon 8 Stunden Streams mit den Dingern hier gemacht auf. Da ist der Akku nicht leer gegangen. Klar, nach 8 Stunden oder irgendwann, ich stehe das hier nicht drauf, wie lange der Akku hält. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ja, auf jeden Fall ist hier so eine schöne Tasche auch noch mit dabei, die ich hier tatsächlich zu Hause nie verwende, weil ich lade die halt auf und dann beim nächsten Mal benutze ich sie halt wieder. Von daher, ja. Aber ist mit dabei, wenn man die Dinger mal unterwegs mitnimmt. Ich finde die hammergeil, auch vom Sound her. Gefällt mir sehr gut. Preis-Leistung stimmt auf jeden Fall. Also, beziehungsweise mehr Leistung, weniger Preis. Und hier habe ich von Aukey mal etwas anderes zugeschickt bekommen. Das ist die Premium-Line, so wie der Manager von Aukey mir das erklärt hat. Key-Series heißt das. Das sieht man auch schon an der Verpackung. Also hier hat man ja eher so eine, ne, Karton-Pappschachtel. Und hier hat man quasi so eine Premium-Series. Key-Series, ja, weil Aukey eben, sag ich mal, auch auf diesem Premium-Markt ein bisschen Fuß fassen will, wenn ich das richtig verstanden habe. Und zwar haben wir hier so True Wireless Earbuds. Ich habe ja schon ein riesen Video gemacht zu True Wireless Earbuds, also zu diesen kabellosen Kopfhörern. Dementsprechend jetzt hier nur ganz kurz, weil ein separates Video werde ich dazu definitiv nicht mehr machen. Oder vielleicht, wenn ich nochmal ein paar Stück habe, mache ich vielleicht nochmal ein Vergleichsvideo. Aber jetzt in nächster Zeit habe ich nicht geplant, hierzu ein separates Video zu machen. Aber ihr könnt ja mal in den Kommentaren fragen, wenn euch das interessiert. Das sieht natürlich echt nice aus. Wie die Audioqualität zum Beispiel halt eben ist. Oder vielleicht teste ich das gleich mal kurz. Mal gucken. Ja, hier kann man auf jeden Fall hier die Kopfhörer dann so reinsetzen, ne, oder? Ich glaube, das müsste, genau, das kommt dahin. Ah, jetzt leuchtet es auch schon und das kommt dahin. So setzen die sich hier dann quasi rein und dann kann man das hier so wieder zudrehen. Vom Design her eigentlich cool. Vor allen Dingen hier ist USB Typ C mit am Start zum Laden. Das finde ich auf jeden Fall nice. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz, weil die meisten halt eben nur Micro-USB mit an den Start gepackt haben. Hier hat man noch verschiedene, für die Ohren halt eben, für die Passformen ist hier mit dabei. Und dann hat er eben Beschreibung etc. pp. Dann natürlich dieser typische, ist ja immer mit dabei. Und dann haben wir hier natürlich noch das Ladekabel mit dabei. Ist jetzt hier in dem Fall, ja, ein USB-Typ-C-Kabel. Und das finde ich doch echt sehr, sehr, sehr cool, weil die Konkurrenz kommt hier immer nur mit Micro-USB und hier hat man USB-Typ-C zum Laden. Wenn die dann einmal aufgeladen sind, kann man dann sich die hier rausholen, steckt sie sich in die Ohren rein. Oh, ist sogar schon Power-On, sagt er mir jetzt hier sogar schon. Ich habe aber jetzt den linken ins rechte Ohr gesteckt, das ist natürlich ein bisschen wrong. Schauen wir mal. Ich verbinde es einfach mal ganz kurz. Pairing, sagt er jetzt hier. Ich verbinde es mal ganz kurz mit dem Handy. Einfach mal just for fun, mal ganz kurz testen, Bluetooth anmachen. Gehen wir mal in die Bluetooth-Einstellungen. Und wie werden die Dinger hier vermutlich heißen? Aukey EPT10. Oh, connected. So, dann gucken wir mal hier ein bisschen Ton. Ich will mal ganz kurz hier Musik. Machen wir mal kurz Musik an. Und hier.
Alter! Der Sound ist Hammer! Ihr hört ja natürlich nichts jetzt von den Liedern so, aber weiß nicht, ob das so funktioniert. Gut, so hört sich das wahrscheinlich kacke an, aber... Ja, so, ich mach's mal aus. Ich weiß nicht, ich wusste jetzt nicht, ob man jetzt irgendwas gehört hat oder nicht, aber klangtechnisch, also ich habe ja in diesem Video, habe ich ja mit meiner Frau gemeinsam gemacht, habe ich ja bei vielen Kopfhörern bemängelt, dass der Sound halt echt kacke war und dass es mit dem Koppeln auch echt ein bisschen kacke war. Und ihr habt es jetzt gesehen im Video, ey, das funktioniert leicht mit dem Koppeln und der Sound ist hammergeil. Also sowohl Bass als auch Tiefen als auch Höhen. Einziges Manko, was ich natürlich hier bei diesem Gerät habe, denn ich habe mir im Vorfeld schon mal so ein bisschen angeguckt, ein bisschen was belesen und ich habe ja natürlich auch vorher E-Mail-mäßig geschrieben mit denen. Manko, was es hierbei absolut definitiv gibt, ist der Preis. Ja, weil es ist doch schon ein bisschen teurer, so wie ich das gesehen habe, ist halt aber auch eben die Premium, hier diese Key-Series-Reihe von AOK. Ja, und AOK ist halt einfach Liebe. Ich finde AOK-Sachen einfach geil, aber ich muss ganz klar sagen, es ist halt ein höherer Preis, aber es ist natürlich auch entsprechende gute Leistung. Es hört sich gut an, es lässt sich einfach koppeln, das Design vom Laden her und so. Ich finde das gut. Aber der Preis ist schon halt, also muss man sich überlegen, ob man diesen Preis dafür zahlen möchte. Bin ich aber ehrlich zu euch, ja. Aber ansonsten, ich finde das hammergeil. Ihr habt gesehen, wie schnell ich das jetzt kurz mit dem Handy getestet habe. Und der Sound ist wirklich, ja, aber das ist man von AOK nicht anders gewohnt, ne. Ihr könnt euch ja mal so ein bisschen informieren über AOK, wenn ihr möchtet. Denn, ich sag mal, AOK hat sein eigenes Audiolabor. Und das, was in diesem Labor, sage ich mal, geforscht wird, das ist, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, dass das, was im Labor von AOK teilweise da erforscht und gemacht wird, das sind dann so Sachen, die dann irgendwo bei JBL oder bei Beats, glaube ich nicht, aber bei JBL oder bei irgendeiner anderen großen Audiomarke von Kopfhörern dann in der Bluetooth-Technologie oder halt eben in den Audiosachen mit rein verbaut wird. Und das finde ich doch echt, das ist echt cool. Und so kriegt man, wenn man direkt von AOK eben die Sachen bezieht, im Grunde genommen die Technologie der normalerweise hochpreisigen Firmen zu einem besseren Preis, zu einem günstigeren Preis, sage ich mir jetzt mit diesen Kopfhörern zum Beispiel. Und ja, jetzt hat AOK halt eben auch eine Key Series, die halt eben diese teureren Sachen eher darstellt. Ich denke mal, dafür wird es auch auf jeden Fall einen Markt geben. Ich finde die, wie gesagt, cool, nur... ja, Preis-Leistung. Muss halt jeder selber wissen, was er sich da für Dinge halt eben holt. Ich hatte, glaube ich, der Sieger bei dem Video über das TWS-Video war, glaube ich, von Xiaomi die Kopfhörer. Und der zweite Platz war, glaube ich, von Tronsmart, diese Dinger. Die Spunky Earbuds hießen die, glaube ich. Aber auf jeden Fall, ja. Schauen wir mal hier noch weiter. Hier habe ich noch was von AOK bekommen. Und zwar, das habe ich angefragt. Das wollte ich gerne haben. Und zwar ist das eine Powerbank, weil ich habe in letzter Zeit dann doch wieder so ein bisschen... ich mag diese Dinger, wenn man quasi hier so... Kann man das dann öffnen. Ich habe in letzter Zeit wieder ein bisschen angefangen, Pokémon Go zu spielen. weil seit diesem Update finde ich das doch relativ cool, dass man quasi... Also man kann jetzt in Pokémon Go ja einfach einstellen, dass auch wenn man das Handy nicht anhat und in der Hand hat, dass er trotzdem die Kilometer zählt, finde ich relativ cool. Aber nichtsdestotrotz, wenn man dann mal mit Pokémon Go und dem Handy unterwegs ist und zwischendurch halt auch öfter mal drauf guckt oder vielleicht mal eine Fang-Session macht oder irgendwie ein Lock-Modul oder was weiß ich, dann ist vielleicht hier und da so eine Powerbank nichts Verkehrtes. Und das hier ist eine sehr große Powerbank und zwar mit 26.500 mAh. Und das Geile ist halt eben, es gibt viele Powerbanks da draußen, die einen belügen. Bei AOK ist das nicht der Fall. Hier hat man auch wirklich diese 26.500 mAh drin. Das ist nicht irgendwie dann am Ende eine 20.000 oder gar sogar nur eine 10.000 mAh. Nein, es ist wirklich das drin, was auch draufsteht. Könnt ihr auch gerne testen. Und das Schöne ist, wir haben hier verschiedene Outputs. Und zwar nicht nur 5 Volt. Ja, wir haben hier einmal Micro-USB, 5 Volt, 2 Ampere können wir rausziehen. Wir haben hier aus dem USB Typ C können wir 5 Volt und 3 Ampere rausziehen oder 9 Volt und 2 Ampere. Wir können aber auch 12 Volt und 2 Ampere rausziehen, 14 Volt und 2 Ampere.
Ja, wir können hier eben verschiedene Outputs uns rausziehen. Und das finde ich doch wirklich sehr, sehr gut. Weil man muss sich nämlich überlegen, wenn ich dann zum Beispiel unterwegs bin und ich habe jetzt meinen Laptop zum Beispiel dabei und möchte den so ein bisschen laden. Zack, kein Problem. Ich bin unterwegs, ich möchte meine Drohne ein bisschen laden. Zack, kein Problem. Ja, als YouTuber ist es generell sinnvoll, immer mal so eine Powerbank zu haben, gerade wenn man dann auch unterwegs vielleicht mit Drohnen, mit Actioncams etc. pp. Filmt, weil man kennt ja diese typischen, auch hier meine Insta360-Kamera, ja, seht ihr das jetzt hier? Ne, ich glaube, ihr seht es gar nicht, aber warte, ich mache euch jetzt mal hier einfach von der Insta360, ich mache euch das mal ganz kurz hier ab. Diese meisten Ladestationen für die Akkus, die ich habe, ja, auch für meine, für die Canon-Kamera da vorne oder für die Canon-Kamera, die da oben hängt, das sind hier solche einfache Ladeschalen, da kommt der Akku hier oben rein, das ist jetzt hier, wie gesagt, von meiner 360-Grad Insta360-Kamera und dann kann ich das einfach hier direkt anschließen und unterwegs laden und habe da keine Probleme und das ist echt viel wert. Und hier haben wir auch noch direkt ein Kabel mit dabei. Auch hier, okay, ist einfach, wie gesagt, Liebe. Hier packen sie schön natürlich das USB-Typ-C-Kabel mit dabei. Ja, finde ich einfach nice. Und auch hier haben wir natürlich wieder diese typische Okay-Karte mit dabei. Ich glaube, das ist, genau, das ist dafür da, um 24 Monate Product Warranty. Also man kann quasi dann auf der Webseite von Okay, kann man das Produkt registrieren und hat dann 24 Monate Garantie auf die Produkte. Ich habe schon meine Gründe, warum ich mit Okay verpartnert bin. Ich verpartner mich ja nicht mit irgendeiner Firma, die ich kacke finde. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Okay ist halt einfach geil. Und wie gesagt, ich muss es nochmal sagen. Okay ist geil, aber das Ding ist meiner Meinung nach zu teuer. Aber wenn ihr es trotzdem euch kaufen wollt, Link in der Videobeschreibung. Na komm, machen wir erst Amazon und danach weitere China-Pakete. Schauen wir mal hier rein. Talalala. Oh yeah. Das hier sind meine Heringe. Also hier die, ne, für Dings hier. Nee, nicht das da. Wo habe ich es denn jetzt hingelegt? Oh, schwer. Das ist ja außerhalb des Bildes. Hier für den Begrenzungsdraht von Works, für meinen Rasenmäherroboter, sind das hier nochmal extra Heringe. Ich habe zwar noch welche da gehabt, aber ich wusste nicht, ob die reichen und naja... Lieber mal zu viel da haben und dann sagen, na gut, ich habe halt noch welche über, als dass man zu wenig da hat und sich dann denkt, hey, scheiße, kann ich jetzt nochmal bestellen? Kann ich heute nicht weiterarbeiten, muss nochmal 3-4 Tage warten? Ja, oder, ja, je nachdem, wie schnell die halt eben liefern. Ja, ist halt manchmal so, ich bin halt lieber der Typ, der zu viel da hat und am Ende, halt, keine Ahnung, einlagert für wann anders mal oder wenn es halt irgendwas ist, was dann halt eben nicht mehr gebraucht wird, dann schmeiße ich es halt lieber weg, ja. Aber lieber habe ich erstmal zu viel da, als dann hinterher zu sagen, huch, mir fehlt da noch was. Ach, Tronsmart, guck mal schon wieder hier. Hä, die haben mir doch jetzt erst vor kurzem, hier, guck mal da. Hier, Tronsmart hat mir vor kurzem erst das Ding hier zugeschickt, habe ich immer noch kein Video zu gemacht. Kommt aber auf jeden Fall noch irgendwann, wenn ich mal Bock habe, mich draußen bei dem Wetter hinzusetzen. Aber hey, dann kann ich das direkt unter einen Hut packen, denn dann kann ich einmal das Video dazu machen und das Video dazu. Das haben sie mir jetzt hier neu zugeschickt. Also das ist hier dieser mit IP77 Waterproof. Ist der hier auch Waterproof? Der hier ist IPX6 Waterproof. Ich kenne mich da nicht so aus, was da die Unterschiede sind. Hat hier auch 40 Watt Max Deep Bass, hat der hier auch. Tribass Effects haben sie beide und Voice Assistant haben sie auch beide. Wobei der hier irgendwie ein bisschen fetter aussieht. Die haben zwar beide irgendwie... Ich mache einfach ein Video mit beiden und dann zeige ich das. Und ich informiere mich auch nochmal so ein bisschen, was jetzt IPX6 und IPX... Nee, Quatsch. Der hier ist IPX7 und der hier ist IPX6. Ich informiere mich auch mal so ein bisschen, was da der Unterschied dazwischen ist. Ja, von Tribit habe ich hier auch noch zwei Bluetooth-Lautsprecher da. Also generell Tribit und Tronsmart sind im Bereich des Bluetooth-Lautsprecher, so für 1. Mai etc. pp. Wenn ihr da rausgeht, ne, ein bisschen wandern geht oder mit euren Kumpels irgendwie... irgendwo chillt und wollt ein bisschen Mucke hören, dann ist Tronsmart sowohl als auch Tribit eigentlich immer eine gute Wahl, weil die sind preis-leistungsmäßig echt gut, also wirklich gut. Man zahlt nicht zu viel und die Produkte sind nach wie vor... Nur ich krieg halt da immer wieder irgendwie die neuesten Modelle von denen zugeschickt. Ich bin aber ehrlich, für mich ändert sich das. Also das ändert sich nicht. Also ein Bluetooth-Lautsprecher ist halt ein Bluetooth-Lautsprecher. Der sollte möglichst wenig kosten und möglichst guten Sound haben. Nee.
Ja, und okay, die sind jetzt halt auch noch wasserdicht. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Im Winter, also beziehungsweise wenn es regnet, werden die wenigsten mit dem Bluetooth-Lautsprecher sagen, ey, ja geil, Mucke, Regen, scheiß drauf. Ja, ist wahrscheinlich nicht so der Fall. Aber wenn ich jetzt so an 1. Mai denke und was wir dann doch so ab und zu mal gemacht haben mit den Jungs von wegen, da ist irgendwie auf dem Weg ein Brunnen gewesen und wir sind dann irgendwie, also man konnte halt da so Wasser reinmachen in so ein Behältnis und dann sind wir da irgendwie reingestiegen und haben uns da mit Wasser bespritzt bis zum Gehtnichtmehr, dass wir da am Ende, weil es war ja warm, oberkörperfrei da halt einfach in dem Dorf dann Richtung Waldrand gelaufen sind und dann da weitergewandert sind. Aber ja, da ist dann so ein bisschen Wasserdichtigkeit doch gar nicht mal so verkehrt. Also von daher, ja, ich verstehe halt auch, warum die Hersteller das machen. Ja, vielleicht denken die nicht unbedingt da dran, aber es macht halt Sinn, das, ja, kann ich nachvollziehen. So, dann schauen wir mal hier rein. Was ist denn das? Ach ja, guck mal hier. Wo wir gerade, hier, gerade waren wir beim Thema und da kriege ich hier von Xiaomi noch ein Paketchen und zwar die AirDots. Ja, ich habe ja von Xiaomi schon mal diese, ich glaube, das waren auch AirDots. Ich hole sie mal ganz kurz. So, schauen wir mal. Also das hier waren die, die ich beim letzten Mal bekommen hatte. Steht hier irgendwas drauf. Es sind auch AirDots, aber halt in weiß. Das waren die, die ich damals in diesem großen TWS-Video, das waren auch die Testsieger tatsächlich. Jetzt blinkt der hier natürlich, weil der nicht ganz voll mit Akku ist, weil ich die schon jetzt länger nicht mehr benutzt habe. Weil ich sage euch ganz ehrlich, diese TWS, das ist zwar so, wenn man dann mal eine Runde joggen geht oder irgendwie... Ja, im Flugzeug sitzt und irgendwo hinfliegt und halt irgendwie nicht irgendwie da Zeug so rumhängen haben will oder so. Ist ganz cool, aber ich benutze die halt nicht so oft. Ich teste die gerne für euch, ich sage euch, wie ich die finde. Aber ja, ist halt, es ist halt, wie gesagt, ich benutze sie halt eben nicht jeden Tag. Das ist halt eher so für, wenn wir dann halt mal wieder ins Fitnessstudio gehen, dann ist halt echt ganz gut, die Dinger zu haben. Also es ist tatsächlich, es ist einfach tatsächlich genau das. Hier steht halt Mi drauf bei diesen hier. Ich kann euch die ja auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Hier steht halt, wie gesagt, Mi drauf und hier steht Redmi drauf. Das ist der einzige Unterschied, den ich jetzt hier so offenkundig erstmal so von außen feststellen kann. Dann haben wir hier bei beiden 5 Volt 100 Milliampere, die quasi... Was ist denn das? Ja, ist halt alles auf Chinesisch, kann man halt relativ schlecht lesen. Aber die Modellnummer, das hier sind TWS EJ02LM und das hier sind TWS SE J04LS. Ja, also das ist scheinbar eine neuere Auflage oder so. Beide werden mit Micro-USB geladen und, okay, dieses Case hier hat 300 mAh, also die Akku, also die Kopfhörer hier drin werden ja geladen von dem Case. Und das Case hier hat 300 mAh und das Case hier hat 500 mAh. Das ist, okay. Hier ist mehr Akku quasi drin und die einzelnen Kopfhörer haben dann, glaube ich, 100 mA. Oder 150, ich weiß nicht. Kann auch sein, dass die 100 mA nur das für Laden, ich weiß, keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall die Kopfhörer von der Form her. Ja, doch, nee, doch, sie sind ein bisschen unterschiedlich. Also hier, die hier sind, die sehen sogar irgendwie gar nicht mal so schlecht aus, finde ich, hier mit dem Schwarz, hat was. Die hier sind eher so eine matt-weiße, also, ne, halt Oberfläche. Und hier hat man so ein schwarzes, finde ich, und das ist hier so ein bisschen runder. Und hier hat man oben nochmal so eine extra... Oh, gar nicht mal so verkehrt. Man sieht halt schon, dass es ein anderes Modell nochmal ist. Ich mache mal hier ganz kurz die Dings hier einmal ab. Na komm schon, hier so. Ja, zack, machen wir das einmal ab. Ach, das sind auch Knöpfe. Das war bei dem anderen, glaube ich, auch nicht so. Das sind beides Knöpfe. Und hier hat man dann auch nochmal über den Ladepenöpels hat man auch nochmal so kleine... Na komm schon. Die muss man natürlich abmachen, bevor man die Dinger das erste Mal laden will. Wenn man das nicht sieht, dann ist es halt echt doof. Dann packt man das irgendwie in das Gehäuse rein und wundert sich, dass die Dinger nicht laden. Wäre, glaube ich, ein bisschen ärgerlich. Machen wir das einfach mal. Hoppala. Machen wir das einfach mal hier rein. Zack, das kommt hier rein. Ja, komm schon. So. War doch das Falsche. So. Die snappen eigentlich ganz schön hier rein. Und dann hat man das hier so schön zu. Eigentlich ganz cool. Ich tue sie jetzt mal rausnehmen. Gucken, ob hier auch schon ein bisschen Akku, sag ich mal, drin ist. Ja, dö, 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 dö. Beziehungsweise dö, 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 haben sie jetzt hier gemacht.
So, und jetzt will ich mal ganz kurz hier in die Bluetooth-Einstellung wieder reingehen. Bluetooth, schauen wir mal jetzt da. Muss er mir genau hier Mi.Dots AirDock AirDots Basic L verbunden. Ach nee, das waren die anderen noch. Hier, hier andersrum. Redmi. Ah, das waren die richtigen. Genau, Redmi-Dings da. Das andere waren die hier noch. Huch. So. Und da funktioniert jetzt aber nur der eine. Das, also nur der rechte funktioniert. Das ist... Ah, jetzt habe ich lange hier drauf gedrückt. Jetzt hat der auch ein Geräusch gemacht. Ah, jetzt sind beide an. Okay. Gut, hat jetzt auch funktioniert. Ich rede wahrscheinlich gerade lauter. Hat jetzt auch funktioniert, aber das war von der Einrichtung her und dass direkt beide funktioniert haben, schon fand ich besser. Aber okay, jetzt will ich mal hier ganz laut machen. Wow! Ganz kurz Pause. Der Sound, sorry, okay, ich liebe okay, aber der Sound ist besser. Und ich glaube, die sind sogar günstiger. Der Sound ist besser. Es ist besser. Sorry, okay, aber hier ist mehr Bass, hier ist lauter. Es ist geil. So hört ihr das natürlich nicht richtig, also so hört sich das nicht wirklich an. Wenn ihr es im Ohr habt, hört sich natürlich anders an, wie wenn ich das hier gegen so ein Mikrofon halte, ist ja logisch, ne? Aber... Ja, soundmäßig geil! Also, ja, also das kann man nicht abschwächen. Geil ist, glaube ich, ja... Also ich glaube, wenn ich nochmal ein TWS-Video machen würde, dann würden die hier auch gewinnen. Also die waren ja vom Sound her auch schon geil. Ich glaube, ist jetzt schwer zu sagen, ob die jetzt nochmal einen Ticken geiler sind, aber ich hatte das Gefühl, dass sie, glaube ich, ein bisschen lauter sogar auch nochmal waren als die hier. Xiaomi, ja, nee. Also okay, ist halt richtig gut, sag ich mal, was Webcams betrifft, was hier diese Over-Ear-Kopfhörer finde ich hammergeil. Und von okay gibt es auch noch eine ganze andere Menge gute Produkte, hier zum Beispiel diese Powerbank, finde ich sehr gut. Aber ja, was die TWS betrifft, die sind geil. Auch von der Einrichtung her fand ich die jetzt sogar besser und einfacher und schneller. Das war jetzt hier bei der ein bisschen problematisch. Ihr habt es gesehen bei den Redmi-Dingern hier, hatte ich jetzt irgendwie nur erst das eine und das andere war jetzt ein bisschen problematischer. Aber hier sind auch noch so ein paar andere... ja, Dingsaufsätze mit dabei. Kopfaufsätze, ja. Ohrmuschelaufsätze. Und hier haben wir halt nochmal diese Beschreibung mit dabei. Das braucht man ja meistens nicht. Also ich finde, bei solchen Geräten, bei so Beschreibungen und so, da sollte es einfach out of the box funktionieren, ohne dass man irgendwelche Beschreibungen großartig da zeigen muss oder sich angucken muss. Und ja, da ist einfach hin meine Überzeugung, weil... Klingt halt einfach nice, ja. Okay, ich verlinke euch trotzdem beide. Wie gesagt, hier ist die Einrichtung einfacher. Ihr habt es jetzt gesehen, was heißt einfacher? Es hat halt auf Anhieb eher funktioniert, während ich bei dem anderen nochmal irgendwie den einen Kopfhörer lange anmachen musste. Aber, ja. Das ist, glaube ich, Meckern auf hohem Niveau. Was ist denn hier drin? Was ist denn das? 128 Gigabyte? Ist hier etwa die Speicherkarte drin, die ich bestellt und die ganze Zeit nicht bekommen hatte? Ich glaube schon. Aha. Nee, das ist nicht die Speicherkarte. Ach, jawohl. Jawohl, geil. Ja, nice. Da gibt es demnächst ein cooles Video zu. Ist keine Speicherkarte. Und zwar, es ist eine Festplatte. Und zwar eine M2 Festplatte, so eine M2 SSD mit 128 GB. Guckt mal, wie klein das ist. Das ist der Hammer. Guckt mal, wie klein so ein Speicher heutzutage werden kann. Das ist. Guckt euch mal das an. Hallo, mach mal hier Fokus erstmal. Fokus. Hallo.
Danke. Guckt euch das mal an. Und zwar von Alpha Weiß. Alpha Weiß, ihr wisst es, ist die Gearbest Eigenmarke. Das heißt, günstig und ob es gut ist, das werden wir dann auch gemeinsam nochmal testen. Aber es ist halt, wie gesagt, hier eine M2 SSD. Und ja, die werden wir dann im Hero Book von Xiaomi verbauen. Das habe ich noch da unten liegen. Da haben wir ja schön am Ende dann unseren Deadpool draufgeklebt, weil das Ding ist halt hammergeil. Also wirklich ein günstiges Notebook. Wer noch ein günstiges Notebook braucht, das Hero Book von Shurwei, ich glaube Shurwei, habe ich eben Xiaomi gesagt. Falls ich Xiaomi gesagt habe, dann sorry, das war noch wegen den Kopfhörern, aber Shurwei meine ich natürlich. Shurwei, Shuwi, ich glaube Shurwei wird es ausgesprochen. Also Chuwi, Shurwei. Schreibt mir unten, ob Shurwei richtig ist. Auf jeden Fall, das werden wir da einbauen. Und ja, das ist ja, ich wusste auch gar nicht, also ich, dass die so klein sind, das wusste ich gar nicht. Also das finde ich doch relativ cool jetzt. Und vor allen Dingen finde ich es auch schön, dass das hier natürlich anständig verpackt auch in so einem ja, SD-Karten-Ding da kommt. Ja, und last but not least, dieses Paket, wo ich keine Ahnung habe, was drin ist. Hier steht irgendwas mit Zollblitz. Keine Ahnung. War das beim Zoll oder warum steht da Zollblitz drauf? Ich habe keine Ahnung. Ach, guck mal da. Das ist ein Gimbal. Das ist ein Gimbal. Und zwar, ich habe ja vor, ich habe ja schon den ein oder anderen Gimbal da. Und zwar möchte ich ja irgendwann mal einen Gimbal-Vergleich machen von verschiedenen Gimbeln, die ich jetzt eben da habe. Ich habe hier einen Gimbal von Xiaomi, ich habe noch einen ganz anderen Gimbal. Also ich will ja generell mal so ein Gimbal-Video einfach mal machen mit verschiedenen Gimbals. Und das war hier eine, ja, ist halt die Firma Moza hier. M-O-Z-A oder Moza wird das, glaube ich, eher ausgesprochen, weil Moza klingt irgendwie ein bisschen sehr deutsch. Also Moza wird das, glaube ich, ausgesprochen. Moza Mini-Me Wireless Phone Charging Gimbal. Also das ist quasi auch ein Gimbal, was es ermöglicht. Also man hat hier quasi dieses Wireless Charging mit an Bord. Und wenn man ein Smartphone besitzt, was Wireless Charging fähig ist, dann hat man hier natürlich den Jackpot, denn man kann das Smartphone dann natürlich einfach im Gimbal einspannen. Und das kann dann gleichzeitig laden, weil wenn ihr natürlich am Filmen seid, dann wird natürlich der Akku sehr stark runtergehen. Und wenn ihr dann, sage ich mal, am Livestreamen seid, zum Beispiel wenn ihr so IRL-Livestreams auf Twitch macht, dann ist es natürlich immer von Vorteil, einen Smartphone-Gimbal zu haben, der das Smartphone auch gleichzeitig aufladen kann. Und wenn man dann noch die Möglichkeit hat, das Gimbal selbst mit einer Powerbank unterwegs auch noch zu laden, zum Beispiel mit so einer Powerbank hier mit sehr viel ja, Akku drin, dann hat man schon fast so einen IRL-Livestream-Rucksack, den man sich damit dann selber basteln kann. Und das ist halt doch eben, finde ich, sehr, sehr, sehr cool. Und von der Aufmache her, also vom Aufbau her, ist das hier doch sehr ähnlich, finde ich, wie mein Gimbal hier von Atom, das Snopper. Weil das hier ist das Snopper Atom, das ist ein Gimbal, das kostet glaube ich über 200 Euro. Also es ist relativ teuer, das Gimbal. Das hier ist glaube ich etwas günstiger, das Moza. Und man hat hier unten eine Stativaufnahme, man hat hier eine Stativaufnahme. Ja, also man hat hier quasi auch zwei Stativaufnahmen, wie ich das hier richtig sehe. Und hier oben ist sogar noch ein Stativ Ding mit dabei. Das heißt, man kann hier sogar noch irgendwelches Equipment dann, sag ich mal, dran machen. Extra Mikrofon oder whatever. Finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Und man sieht hier, Wireless Charging Pad ist quasi hier am Start. Das heißt, wenn ihr ein Smartphone habt, was ja, Wireless Charging unterstützt, dann könnt ihr das einfach hier so dran reinmachen. Und dann wird es gleichzeitig, während ihr filmt, auch noch aufgeladen. Hier hat man Micro-USB wieder genommen zum Aufladen. Ja, Micro-USB, ne? Das ist halt, ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Aber ist halt hier eben mit Micro-USB mit dabei. Dann hat man hier noch so ein kleines Stativ, sag ich mal, mit dabei. Das kann ich ja eigentlich schon mal hier auspacken. Und zwar
damit man das dann halt auch einfach auf den Tisch stellen kann, weil ich vermute, auch hier wird es dann wieder eine Handy-App geben, wo man dann vielleicht auch so einen Follow-Modus anmachen kann. Also das heißt, man macht es quasi da rein und die Handy-App kann dann quasi das Gesicht tracken, wenn man dann sich quasi nach links und rechts rundherum bewegt, wie auch beim Snopper Atom das ja so ist, dann wird das Ganze quasi euer Gesicht getrackt und die Motoren folgen dann eurem Gesicht, so schätze ich mal. Man hat hier selber auch noch einen USB-Port mit dran. Das heißt, wenn euer Smartphone kein Wireless Charging unterstützt, dann könnt ihr hier einfach so ein kleines kurzes Kabel dann mit dran machen, um dann euer Smartphone dementsprechend so aufzuladen, während das halt hier eben auf dem Gimbal verweilt. Und damit war es das auch schon wieder mit diesem TechBag Opening. Das war ja schon wieder echt viel Zeug jetzt hier mit dabei. Ich hoffe, euch hat es natürlich gefallen. Wir werden natürlich, ja, wie gesagt, noch das ein oder andere Video wird aus diesen TechPack-Openings jetzt hier wieder resultieren. Jetzt habe ich es anständig drin. Ich glaube, so sollte das jetzt auf jeden Fall funktionieren, dass wir es auch wieder zubekommen. Jawohl. Und was ich natürlich auch cool finde, ist halt eben, dass hier so eine schöne Box mit dabei ist. Dann kann man das auch schön überall mit hinpacken, einfach so auch in den Rucksack reinpacken zum Beispiel. Und braucht sich dann keine Sorgen machen, dass das Gimbal da drin irgendwie so rumschlabbert. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Wie gesagt, TechPack Opening ist jetzt schon wieder eine ganze Menge Zeug mit dabei gewesen. Ich wüsste jetzt gar nicht, was jetzt hier mein absoluter Favorit wäre. Also 3D-Drucker ist cool, die Dinger sind auch cool, kosten halt ein bisschen was. Die Dinger fand ich hammergeil vom Sound her, nur ich benutze die Dinger halt eben nicht so oft. Speicher ist natürlich cool, weil dann kann ich mein Speicher-Upgrade-Video vom Shurwei machen, weil ich wollte ja im Video damals Fortnite spielen, ging aber leider nicht, weil der interne Speicher nicht genug war für Fortnite. Mit diesem Upgrade, mit diesem Ding können wir dann Fortnite mal auf dem Ding installieren und mal gucken, ob man mit dem Shurwei Hero Book auch Fortnite zocken kann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euer Favorit dieses TechPack-Openings war. Was fandet ihr am coolsten, was wir ausgepackt haben? Und wie gesagt, Däumchen nach oben, kommentieren und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Kostet euch kein Geld, gibt mir aber einen großen Support und ermöglicht es mir natürlich weiterhin solche Videos hier für euch zu machen. Würde ich mich echt sehr drüber freuen, weil Support ist kein Mord und wenn es ja für euch kein Geld kostet, wie gesagt, einfach unten einmal auf Abonnieren klicken. Direkt unter dem Video steht ja einmal den Abo-Button, könnt ihr draufklicken und dann rechts daneben die Glocke einmal aktivieren. Das heißt, ihr klickt da drauf und dann könnt ihr, glaube ich, sogar nochmal draufklicken und dann sogar sagen, ob das irgendwie, ob ihr immer informiert werden wollt oder halt nur ab und zu, oder ich glaube, man kann das irgendwie noch ein bisschen einstellen. Könnt ihr euch ja nochmal genauer angucken. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.